Moin moin und schön, dass ihr wieder am Start seid zur mittlerweile Folge 23. Wenn ich mich nicht täusche, aber ich glaube, ich täusche mich nicht. Zumindest habe ich das schon mal gesagt bei einer Folge und dann habe ich im Nachhinein gemerkt, dass es gar nicht die war. War auf jeden Fall etwas witzig. So, wir haben in der letzten Folge festgestellt, dass wir leider nicht darüber kommen. Zur brennenden Stadt. Das heißt, wir gucken eventuell hier nochmal ein bisschen nach den Kisten. Dass wir die noch leer machen. Also ich glaube, die hatten... Ne, die haben wir noch nicht. Okay. Und auf jeden Fall gab es auch hier dahinter noch ein paar Kisten, die wir noch nicht hatten. Also wir hatten sie schon, aber nicht seitdem wir wieder hier sind. Lasst uns die noch leer machen, dass wir hier noch ein bisschen Metall finden. Und dann fahren wir mal wieder eine Runde zurück. So. Überall nur Holz. Ich möchte aber gern Metall. Wirklich nicht viel hier am Start, was das Metall angeht. Ah, jetzt, ja, man muss erst meckern. Holz und nochmal Holz. Ein paar Paletten, die brauchen wir nicht. Ich glaube, hier hatten wir schon. Ne, hatten wir noch nicht reingeguckt. Okay, Metall. Nochmal Metall, sehr schön. Und nochmal Metall. Ey, hier lebt ja noch ein kleiner. Hallo. Ja. Ich will mal wissen, was passiert, wenn wir hier so eine Dings anschießen. Lass uns das mal ausprobieren, aber dann gehen wir hier wirklich mal weit weg. Wow. Ah, war das nicht mal schön? Musste man doch mal machen. So. Hier haben wir noch ein Holz. Und das haben, sind die, die wir gerade von drüben hatten. Naja, genau. Okay. Dann haben wir hier noch ein paar Kistchen drin. Haben wir die schon gelootet? Ich glaube, die haben wir schon gelootet. Okay. Gut, naja, 7 Metalle haben wir schon wieder einstecken. Das ist doch eine feine Sache. Wir könnten natürlich auch nochmal hier hochlaufen. Ja, komm, wir laufen nochmal schnell hier hoch. Nehmen die paar Kisten da oben noch mit. Und dann machen wir uns aber auch schon wieder auf den Weg weiter. Damit es hier nicht zu langweilig wird. Hier hinten noch. Und dann haben wir es. So, und zack, und zack, und hier noch. Und da war nichts drin. Okay, kommen wir hier drauf? Nö, schade. Gut, dann lasst uns wieder zum Zug machen. Mensch, ich möchte die ganze Zeit zum Zug zurück und dann entdecke ich aber immer wieder Kisten. Es tut mir leid, aber ich kann nichts dagegen tun. Gegen den Drang zu looten. Wer kennt es nicht? Ich hasse es, Sachen liegen zu lassen. So. Gut, jetzt haben wir es aber. Und die Kisten hier haben wir doch hoffentlich alle schon gelootet, ne? Ja, haben wir. Hier auch? Nö, die nicht. Ach, Mensch. Dieses schöne Geräusch. Ich träume mittlerweile wirklich schon davon. Gut, so. Jetzt haben wir es aber. Aber schaut mal, 13 Metall, Mensch. Das war es doch auf jeden Fall wert, oder? So, Tür geschlossen. Das gefällt mir nicht so gut. Dann... Engine an, erstmal Vorwärtsgang, Engine an, Bremse raus und volle Kraft voraus, dann lasst uns auf jeden Fall nochmal zu dem kleinen Fischerdörfchen fahren. Denn dort sollen wir noch eine Waffe finden, wurde mir mitgeteilt. Von derselben Person, die mir das gesagt hat mit dem Dolch, dass wir uns da anschleichen sollen. Also, wir wissen nicht genau, ob es stimmt. Nein, Spaß beiseite. Ich denke schon, dass das mit dem Dolch klappt. Aber ich entweder zu dumm bin oder es das Update vielleicht auch wieder rausgenommen hat. Von daher blende ich dich jetzt auch diesmal ein. Ich habe es die letzten Male vergessen. Es tut mir leid. Aber da ich ja sehr dankbar bin für Tipps, blende ich dich jetzt ein. Und ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, dass es erst in dieser Folge passiert ist. So. Na gut, das Fischerdörfchen war ja ein Stück weiter weg. Jetzt haben wir wieder unnötig Munition verballert. Wie sieht's denn aus? Nur Level 13 naht. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Dann lasst uns mal kurz schauen. So, ich würde nämlich sehr gerne so eine Nähmaschine bauen. Und dafür brauchen wir einmal so einen Metallbarren. Also hier diese Nuggets. Und die können wir bauen. 3 Stück brauchen wir dafür. Was für ein schönes Geräusch. Okay, haben wir.
Und dann brauchen wir noch zweimal Getriebeteile und einmal so einen Dynamo oder was auch immer das sein soll. So, ein Getriebeteil haben wir. Den haben wir auch. Was, wie heißt das denn eigentlich? Elektronische und mechanische Teile. Okay. Habe ich es ja gar nicht so verkehrt bezeichnet die letzten Male. Und nochmal das. Und damit sollten wir alles haben, was wir brauchen. Jawohl, da kriegen wir unsere schöne Nähmaschine hin. Dann bauen wir uns gleich noch diesen Nähmaschinentisch draus. Und dann können wir doch hoffentlich endlich mal unser Leder verarbeiten. So, gucken wir mal hier. Und wir haben sogar alles einstecken dafür. Mensch, besser kann es doch gar nicht laufen. Taylor's Table. Und damit haben wir dann, glaube ich, auch tatsächlich alles gebaut, was wir bauen können. Also gut, so ein Doppelstockbett, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es bringen soll. Also, eine Freundin haben wir hier leider nicht. Mit so einer Zombie-Frau möchte ich jetzt auch nicht unbedingt ins Bett. Da hätte ich etwas Angst, dass mir am nächsten Morgen mein Ding fehlt. Ja, so, okay, jetzt kommt erstmal der Ladebildschirm. Das heißt, wir nähern uns dem Dorf. Sehr schön, vielleicht finden wir dort wirklich noch die automatische Waffe. Ich weiß nicht, welche Waffe wir dort finden sollen. Der gute Herr oder die gute Frau in den Kommentaren hat mir leider nicht verraten, welche Waffe, bloß, dass wir dort eine finden. Aber ich denke mal fast, dass es die sein wird. So. Dann haben wir das. Und das Ding bauen wir doch gleich hier daneben, oder? Ne, so ist richtig rum, ja. Und dann hier hin. Brauchen wir jetzt den oder den anderen? Nö, der reicht. Okay. Ja, ich weiß gerade nicht, ob du eine Frau oder ein Mann bist. Ich weiß auch deinen Namen nicht mehr. Eventuell könnte man es aus deinem Namen erahnen. Aber ich merke mir sowas leider nicht. Vor allem keinen Namen. Sag mal, ist der Zug damals schon so krass nach unten gefahren? Ich habe gerade ein bisschen Angst gemacht, aber da hinten kommt die Brücke. Und dort müsste dann auch das Fischerdorf kommen, oder? Ja, genau. Ja, das ist es ja dort. Und hat bloß die Häuser noch nicht geladen, also es fährt jetzt hier einmal die Kurve rum. Okay, lasst uns die Nähmaschine ausprobieren. Schaut euch mal dieses heiße Gerät hier an, ja? Haben wir auch ganz schön lange drauf hingearbeitet. Okay, wir können uns Helme bauen. Helm mit Taschenlampe dran, jawohl, geil. Hier, new problems, you got new solutions. Und, boah, geil, sogar noch andere Schuhe. Hier Metallkappen und Spitzen und so dran, sind wahrscheinlich noch schneller unterwegs. Also als erstes würde ich ganz gerne das bauen. 4 leere Behälter und ein Leder, das haben wir doch alles. Ja, geilo. Einmal das. 4 leere Behälter und Leder braucht man noch. Gib mir Leder. So. Nein, kein Rucksack. Brauchen wir nicht. Das hier. So, bauen. Oh, die geht aber richtig voran, die Nähmaschine. Hört ihr das? Hör mal, wie die hämmert. So, wir müssen bloß mal hier gucken. Jetzt packen wir einmal das rein. Minus 10% Beschädigung. Ach, guckt euch dieses heiße Teil an. Geilo. Unser Helm ist auch schon kaputt. Also könnten wir uns tatsächlich vielleicht sogar noch einen bauen. Aber reparieren können wir immer noch nicht, ne? Geht auch hier nicht, oder? Ach so, ne. Wir können dann aus dem Helm bloß den Taschenlampenhelm bauen. Könnten wir aber eigentlich mal machen. Weil ganz ehrlich... Helm haben wir. Achso, ne, wir brauchen einen. Brauchen wahrscheinlich einen Helm, der ganz ist. Da können wir nicht den kaputten nehmen, ne? Ah, okay. Dann mal gucken, ob wir es machen. Aber an sich, wir haben genügend Rohstoffe und wir haben ja auch alles gebaut mittlerweile. Von daher, lasst uns auch ruhig mal ein bisschen verschwenderisch sein. So, wie lange brauchen wir denn noch? Da müssten wir ja gleich da sein, ne? Genau. Ahead ist ein kleines Fischerdorf. Ich hoffe. Die Zombies noch nicht geschafft, es zu bekommen. Ah, ich liebe die Übersetzung. Haben wir uns ja schon mal vor 2 oder 3 Folgen darüber lustig gemacht. Aber ich finde es auch witzig, ganz ehrlich. Also muss man gar nicht korrigieren. Scheiß drauf, ob das jetzt richtig deutsch ist oder nicht. Ich finde es einfach nur witzig. So. Okay, dann einmal bremsen. Also die Bremse ist wirklich gut, muss man sagen. Ich würde gerne mal einen Zug sehen, der so schnell anhält. Und Zombies sind auch wieder da. Okay, also es wurde tatsächlich alles neu geladen hier. So, denn mir wurde gesagt, hier in dem Dorf sollen wir den Weg gegenüber folgen und dort finden wir eine Waffe. Ui. Habe ich ja fast gar nicht gesehen. So, du auch noch. Wir töten natürlich wieder alle. Ist natürlich geil, dass die Zombies und der Loot nachspawnen. Dadurch können wir uns... Ach, seht mal, das ist wirklich das Licht von dem Zug vorne dran.
Es ist wirklich das, was wir gesehen haben. Das finde ich cool gemacht, dass man sich tatsächlich nicht verirrt und nicht mehr weiß, wo man hin muss. Geht mir in vielen Spielen so. Am schlimmsten war Minecraft. Wie oft ich mich dort verlaufen habe und stundenlang rumgerannt bin, um mich wieder oder um wieder nach Hause zu finden. Zumindest zu der Zeit, wo ich noch nicht wusste, dass es eine Karte gibt. Und generell so ein paar Tricks noch nicht kannte. So. Ja. Ey. Zwei Schuss verbraucht. Das hätte nicht sein müssen. Okay, also der Weg geht auf jeden Fall hier lang. Den habe ich tatsächlich in der Folge, in der wir hier das erste Mal langgelaufen sind, völlig übersehen. Ich weiß gar nicht, warum ich die nicht gesehen habe. Boah, ja, Konzentration war natürlich auch links aufs Dorf gerichtet. Ah, wir hätten mal noch ein bisschen Schrotflintenmunition einstecken können, aber na gut. Was soll's. Dann machen wir es mal wieder hier auf die bewährte Methode. Zweimal schießen, einmal hauen. Zweimal schießen. Einmal hauen. Zweimal schießen, einmal hauen. So geht's doch am schnellsten und wir sparen uns eine Munition. So, okay. Sag mal, der Weg ist ganz schön weit. Dieser Weg wird kein weiter sein. So. Und ja, ich weiß, das Lied geht anders. Ach ja, schön. Also wenn wir jetzt wirklich hier ein vollautomatisches Gewehr finden würden, das wäre der absolute Hammer. Zum Glück kündigt der sich immer so schön lautstark an. Mal, wie weit geht denn der Weg noch? Ja, scheiße, jetzt haben wir 17 Uhr. Jetzt wird's gleich dunkel. Und wir haben nicht mal so einen schönen Taschenlampenhelm. Verdammt. Hätten wir uns den doch mal noch gebaut. Jetzt war ich so neugierig, hier lang zu laufen, dass ich komplett vergessen habe, dass es ja auch wieder dunkel wird. Nein, ich will hier nicht... Nö, wisst ihr, es tut mir echt leid, aber ich habe gar keine Lust, hier diesen kompletten Weg dann im Dunkeln wieder zu laufen. Oder? Ach komm, nee, wir rennen nicht zurück. Was soll's, ich wollte jetzt zurückrennen, aber ich möchte euch auch nicht langweilen. Dann machen wir es halt etwas gruselig. Und laufen hier im Dunkeln wieder zurück. Zumindest wäre es schön, wenn wir jetzt schon mal alle Zombies entfernen. Dass wir dann tatsächlich bloß noch laufen müssen. Hey, mein Kleiner. Ist natürlich die Frage, ob hier wirklich ein Häuschen kommt. Oder vielleicht sogar ein ganzes Dorf. Oder vielleicht auch gar nichts kommt und der ganze Weg sinnlos ist. Aber ich glaube, nein, da hinten kommt was. Und tatsächlich nur ein einziges Häuschen. Ja, krass. Dann erstmal vielen lieben Dank für den Kommentar. Das hätte ich ohne dich, glaube ich, nicht gefunden. Auch wenn der Weg ziemlich offensichtlich ist, aber mein Gehirn oder meine Augen wollten das einfach nicht wahrnehmen. Gut, so, dich noch. Komm, schnell. Naja, komm, dann hauen wir einmal noch drauf. So, lasst uns doch schnell ins Häuschen gucken. Ich habe nämlich etwas die Befürchtung, dass hier... Boah, ey, schaut euch doch mal ein geiles Haus am See hier an. Wenn ich hier ein Bett drin bauen könnte, dann würde ich das doch glatt nehmen. Schön abseits von allem. So, lasst uns mal reinschauen noch schnell, bevor es dunkel wird. Nicht, dass uns hier drinnen noch ein paar Zombies erwarten. Na, sag ich doch. Ach, shit. Wir haben bloß noch einen Schuss. Aber der hat kein Licht, oder was? Warum hat denn der ein Haus ohne Licht? Was war denn da los? Hat's Geld nicht mehr gereicht. Okay, gut. Also keine Zombies mehr drin, dann lasst uns hier mal durchgucken. Ach, und hier wäre natürlich so eine Rüstung gewesen. Na klar, und ich habe sie mir vor 5 Minuten gebaut. Ach, Mensch, hätten wir das mal eher gesehen. Das hätte uns, naja, was heißt das Leben einfacher gemacht. Bis jetzt hatten wir nie so groß Probleme im Spiel, aber trotzdem. Na gut. Dafür wissen wir es jetzt viel mehr zu schätzen. Aber ich möchte bitte auch die Waffe finden. Bitte lass hier eine Waffe sein. Hier drin? Nein, aber wir sind doch schon alle Räume durch, oder? Hier war doch nichts mehr. Ach Mist, ich dachte, wir finden die Waffe hier. Und dabei gab es nur Rüstung. Ach Mensch, wirklich? Ich guck nochmal vorsichtshalber alles durch, es tut mir leid.
Aber doch etwas enttäuschend. Hier können wir nichts reingucken. Lasst mich nochmal kurz alles durchgucken, aber... Ach, schade. Also entweder wurde es durchs Update geändert, dass hier früher die Waffe lag. Und jetzt haben sie dafür die Rüstung platziert. Oder, ja, ich weiß auch nicht. Wurde wieder angeschwindelt. Okay. So einen kleinen Badschrank gab es ja nicht noch, ne? Nö. Ach Mist. Schade. Eigentlich ein sehr hübsches Haus hier. Hier kommt ja aber auch ansonsten nichts mehr drumherum, ne? Hier haben wir bloß noch ein Boot. Nö. Ist nichts weiter. Na gut. Kommt mir das nur so vor? Oder wird es nicht mehr so dunkel, wie es früher dunkel geworden ist? Oder vielleicht liegt es auch daran, dass wir es noch nicht um 7 haben. Aber ich glaube, das wurde früher etwas schneller dunkel. Beziehungsweise dunkler dunkel. Wir haben schon wieder ganz schön Hunger. Komm, hau mal noch schnell Dosenfisch rein hier. Mitten im Wald, im Dunkeln. Wer kennt's nicht? Kriegt man immer erstmal spontan Hunger. Ja, na gut. Okay, wir haben eine Rüstung gefunden. Leider keine Waffe. Was mich zu der Vermutung bringt, dass wir die vollautomatische Waffe höchstwahrscheinlich tatsächlich erst dann im letzten Dorf bekommen, sprich dort, wo wir die Weiche umstellen müssen. Zumindest gehe ich mal davon aus, dass das jetzt vorerst das letzte Dorf sein wird. Also sprich Weiche umstellen, dann da vorne nach rechts fahren mit dem Zug statt nach links. Und eventuell finden wir dann dort eine vollautomatische Waffe. Kann schon durchaus möglich sein, dass die vor dem Update hier hinten im Haus war, aber der Entwickler sich dann dachte, dass es vielleicht doch etwas zu OP ist. Wenn hier gleich am Anfang, sage ich mal, ist ja fast der Anfang hier, wenn man da gleich die vollautomatische Waffe findet, dass die eventuell auf später verlegt wurde. Nun ja. Egal, wir haben uns bis jetzt auch schon gut mit Pistole und Shotgun durchgekämpft. Aber es wird anscheinend wirklich nicht mehr so dunkel. Also das finde ich sehr, sehr angenehm. Dann braucht man aber auch tatsächlich die Taschenlampe nicht. Oder die Taschenlampe wurde dort am Anfang eingeführt, damit man in diesen geheimnisvollen Keller gehen kann. Man hat ja am Anfang noch keine Waffe mit Licht. Könnte natürlich auch der Grund sein. Ich dachte wirklich, die ist dafür gedacht, dass man viel öfter hier in der Nacht spielt. Aber dadurch, dass es ja mittlerweile noch so hell ist in der Nacht, kann man hier ganz entspannt durchlaufen, braucht die Taschenlampe gar nicht. Und da ist unser Zug und er leuchtet uns an. Ganz schön grelles Licht, dass das keine Zombies anlockt, ist auch ein Wunder. Naja. Gut, zumindest haben wir jetzt zweimal so eine Rüstung, ist ja auch nicht schlecht. Was hat die gemacht? 10%, ne? 10% weniger Schaden. Jo, wir werden sie so oder so zweimal benötigen, weil geht ja auch nach der Zeit kaputt, das Ganze. Lass uns noch mal kurz schauen, was das für coole Schuhe waren, die wir da bauen konnten. Die machen wahrscheinlich Geschwindigkeit und Rüstung, weil das sah so nach Stahlkappe aus. Even old worn-out sneakers are more comfortable than boots. Okay. Ah, hier brauchen wir höchstwahrscheinlich den ganzen Helm, ne? Ja, wenn ich jetzt den hier... Den hier reinpacke. Dann wird er trotzdem noch sagen... Ne, 1 von 1. Okay, wir können tatsächlich einen kaputten Helm nehmen. Ey, geilo. Na, dann lasst uns das machen. Dann nehmen wir die Taschenlampe noch. Hunger, okay. Also ich finde, da könnte man vielleicht so bei 5% noch so ein kleines Magenknurrgeräusch einfügen, dass man gewarnt wird so von wegen, hier mein Guter, so langsam möchte ich gerne was in meinem Schlund haben. Und das klang auch schon wieder völlig verkehrt. So, wo habe ich die Taschenlampe hingesteckt? Hier war sie doch. Dann bauen wir uns jetzt einmal das coole Ding. Ich frage mich, wie man das mit einer Nähmaschine bauen will. Obwohl, doch, der macht hier Leder drum. Obwohl, wir haben gar kein Leder gebraucht, sondern Metall. Naja, egal. Müssen wir uns nicht fragen, er macht es. So, geil. Und jetzt haben wir hier so ein... Ach, na, das ist ja mal geil. Cool. Dann haben wir das und die Schuhe hätte ich ganz gerne noch.
Wir brauchen 3 Leder und den Rest haben wir einstecken. Dann gib mir mal bitte Leder. Da haben wir Leder. Bam. Und damit haben wir tatsächlich jetzt alles gebaut, was zu bauen geht. Also es gibt noch so ein paar Wände, die wir nicht gebaut haben. Aber von denen verstehe ich so oder so noch nicht den Nutzen. Aber so alles, was uns wirklich nützt. So, ne, 20% Geschwindigkeit. Okay, geil, noch schneller. Ich dachte tatsächlich, die geben... Fresh sehen sie aus hier mit den Spikes hinten dran. Ich dachte tatsächlich, die geben vielleicht Rüstung und 10% Geschwindigkeit. Aber nein, 20%. Ist das denn nur beim Rennen? Ne, der läuft auch ein Stück schneller, würde ich fast vermuten. Ja, sehr schön. Cool, damit haben wir es 8:45, müssen uns auch gleich schlafen legen und wir haben auch ein Folgenende erreicht. Schön, dass ihr bis zum Ende geguckt habt, freut mich sehr. Lasst gerne ein Abo und ein Däumchen da, würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns morgen 19 Uhr wieder. Macht's gut.